Darfst du eigentlich glücklich sein? Was ist denn das für eine Frage? Stellst du dir die? Denn viele Leute stellen sich die. Viele sagen, wenn das passiert, dann darf ich glücklich sein. Andere da sagen sich, ja, natürlich darf ich glücklich sein. Ich mache das in mir aus, mit mir. Nicht unbedingt von äußeren Faktoren, denn im Außen passieren leider immer Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Sicherlich, ich sehe sie und sie machen auch was mit mir, aber was habe ich denn für einen Handlungsspielraum, wenn ich keinen Handlungsspielraum habe und die Sache nicht ändern kann? Dann muss ich mich irgendwie abgrenzen und versuchen, mein Leben weiterzuführen. Natürlich sehe ich die Sachen. Ich bin nicht unempathisch, nein. Aber ich muss ja mein Leben weiterführen. Und irgendwie aus mir heraus auch Glück generieren. Denn was bringt es mir, wenn es mir sehr, sehr schlecht geht? Ich dauernd unglücklich bin, nie Glücksmomente habe. Nur weil es außerhalb halt auch immer sehr viel Schlechtes gibt. Aber ist das nicht meist so?